Weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon und Kapitel 2, die neuen Gildenrekruten. Sorry übrigens für den weißen Balken in dem ersten Part. Mein Fehler. Hier ist die Knuddelhuff-Gilde. Wer ein Erkundungsteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zu einem erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Oh je. Irgendetwas in diesem Ort ist komisch, findest du nicht? Nein, diesmal ist Hannibal bei mir. Ich darf nicht feige sein. Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Shinox. Der Fußabdruck ist von Shinox. Wah! Nein, ich muss mich zusammenreißen. Du darfst eintreten. Das hier wird mitgebracht. Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los! Du bist wahrscheinlich gemeint, Hannibal. Du sollst deinen Fußabdruck zeigen. Da ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht hindurchfallen. Trotzdem sehr seltsam. Es sieht aus, als würde es einen am Fuß kitzeln, oder? Hey du, Fremder! Stell dich auf das Gitter! Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von, Was ist los? Wache! Wache! Was ist los, Wachpostendiktor? Der Fußabdruck ist. Vielleicht ist er von Riolu. Vielleicht von Riolu. Was? Vielleicht! Aber so einen Fußabdruck sieht man hier für gewöhnlich nicht. Ha! Faule Ausrede! Die Fußabdrücke von Personen zu bestimmen! Das ist doch dein Job, Dicker, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, erkenne ich ihn nicht. Was? Streiten Sie etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, es stimmt schon, man sieht in dieser Gegend keine Riolu. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht. Eintreten! Oh Mann. Ich bin ganz nervös und hibbelig. Aber ich bin froh, dass wir endlich hinein dürfen. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Okay, gehen wir rein. Da ist eine Luke, die nach unten führt. Njong. Wow! Ich find's einfach nur cool, wie die läuft. Das ist also die Knuddelluft-Gilde. So viele Pokémon. Ob sie wohl alle zu Erkundungsteams gehören? Verzeihung! Ihr beide seid gerade herangekommen, ja. Genau. Ich heiße Plaudergeil. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die rechte Hand von Gildemeister Knuddelluft. Und nun, Kusch, verlasst unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und alberne Umfragen. Wenn ich bitten darf. Nein, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam gründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Als Erkundungsteam? Es kommt selten vor, dass Jungspunde wie ihr sich bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht enden wollende Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der beste Beweis. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteams so anstrengend? Was? Nun ja, nein, 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 nein. Nicht im geringsten. Unser Trainingsprogramm für Erkundungsteams könnte nicht leichter sein. Ja, tja. Ich wünschte, ich hätte gleich gesagt, dass ihr ein Erkundungsteam gründen wollt. Hihi. Er hatte einen sehr plötzlichen Sinneswandel, nicht wahr? Okay, lasst uns euer Team sofort einschreiben. Folgt mir. Oh, stimmt, das nicht? Kommt! Ja! Beeilt euch bitte! Dies ist der untere Gildenebene 2. Hier arbeiten die Lehrlinge die meiste Zeit. Zur Anmeldung bitte hier entlang. Kommt bitte mit! Wow, wir sind im zweiten Untergeschoss und man kann trotzdem noch draußen sehen. Oh bitte! Ruhe jetzt!
Die Gilde ist in die Seite einer Klippe gebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen. Oh. Nun stehen wir vor der Kammer des Gildenmeisters Knoddeloff. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall dem Gildenmeister gegenüber respektlos. Gildenmeister, hier ist Plautergei. Ich komme herein. Gildenmeister, ich bringe zwei Pokémon, die Lehrlinge in unserer Gilde werden möchten. Gildemeister? Gildemeister! Hallöchen! Ich bin Knoddeloff! Ich bin der Meister der Gilde! Ihr wollt ein Erkundungsteam gründen? Na dann, auf geht's! Als erstes müssen wir den Namen eures Erkundungsteams registrieren. Der Name des Teams lautet... Oh, der Name unseres Teams? Dann haben wir noch nicht gedacht. Welchen Namen würdest du denn gut finden, Hannibal? Auf keinen Fall diesen Namen. Schlechtester Name, den man haben kann. Just saying. Just the ones with the yellow hair. Nein, wir werden das Team Let's Play sein. Oh, Let's... Ui, Play bitte sehr. Zack. Let's Play! Passt genau. Suppi. Yep. Let's Play? Team Let's Play! Ja, das ist ein guter Name. Er passt zu uns. Dann hätten wir das. Ich registriere euer Team unter dem Namen Let's Play. Registriere, registriere. Alles registriert. Luffy! Glückwunsch! Ab heute seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Zu diesem Anlass überreiche ich euch dies hier. Ein Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Pokémon-Erkundungsteam-Kit? Yep, jedes Erkundungsteam braucht eines. Schnell, macht es auf! Ein Erkunderorden. Danke, dass du mich gestört hast, Kamio. Mist. Naja, eine Wunderkarte. Einen Schatzbeutel. Hey, da sind leider tolle Items drin. Das ist euer Erkunderorden. Er ist das offizielle Erkennungszeichen eures Teams. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Dann ist da noch der Schatzbeutel. Darin bewahrt ihr auf, was ihr in Dungeons findet. Wenn ihr als Erkundungsteam Erfolg habt, könnt ihr das Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Es ist einfach ein wunderbarer Beutel. Wundervoll. Werft doch mal einen Blick in euren Schatzbeutel. Defense-Schal, Blauband. Das sind zwei besondere Items. Sie werden euch auf euren Abenteuern sicherlich von Nutzen sein. Danke! Wir werden unser Bestes geben. Yep. Aber im Moment seid ihr nur Lehrlinge. Gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir. Lass uns immer unser Bestes geben, Hannibal. Hossa! Das ist euer Raum. Super, wir bekommen Betten. Hier werdet ihr wollen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Steht früh auf und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Bleibt lange auf, geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Mond. Oh, bist du noch wach, Hannibal? Ich hatte heute die ganze Zeit Herzrasen. Aber ich bin froh, dass ich mich endlich hergetraut habe. Ich habe mir Knoddeloff voll gruselig vorgestellt, aber er scheint sehr freundlich zu sein. Ab morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin total gespannt auf neue Abenteuer. Langsam werde ich müde. Geben wir morgen unser Allerbestes. Okay, Hannibal? Gute Nacht. Auf einmal bin ich Lehrling in der Gilde. Ich muss zugeben, dass es ziemlich aufregend ist, in einem Erkundungsteam zu sein. Und ich habe viel Spaß mit Franzi. Aber noch wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand? Ich bin auch müde. Tja, es bringt nichts, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich fürs Erste bis auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte sich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit komme ich den Dingen sicher auf den Grund.
Ja, mach ruhig. Yay, Spielstand speichern, indem ich mich an ein Bett begebe. You don't say. Am nächsten Morgen. Hey! Hey ihr! Raus aus den Federn! Mir brummt der Schädel. Was ist das? Was für eine lächerlich laute Stimme. Mir ist fast das Trommelfell geplatzt. Wieso seid ihr noch im Bett? Wacht auf! Meine armen Ohren. Na los, raus aus den Federn, aus der Falle. Ich bin Krakelo. Ich bin auch ein Lehrling. Wenn ihr zu spät zur morgendlichen Einweisung kommt, werdet ihr alles bereuen. Also los. Unser Gildenmeister Knuddeluff ist sehr temperamentvoll, wenn ihr ihn reizt. Oh Mann, das wäre vielleicht eine gruselige Szene. Schon bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut. Au Backe! Aber wie auch immer. Ich werde mir keinen Ärger einhandeln, weil ihr Neulinge zu spät kommt. Also kommt in die Gänge! Meine Ohren klingeln immer noch. Von was hat er geredet? Irgendwas von Aufstehen? Oh ja! Wir haben uns ja bei der Knuddeluff-Gilde als Lehrling eingeschrieben. Aber das heißt ja... Bah, wir haben verschlafen! Wir müssen uns beeilen, Hannibal! Ihr habt euch verspätet, Neulinge! Tusch! Du hast eine geradezu lächerlich laute Stimme! Ja. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut. Kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Gildemeister, die Gilde ist komplett anwesend. Vielen Dank, Gildemeister. Wende dich bitte an die Gildencrew. Gildenmeister Knuddeluff überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Jep, er wirkt hellwach. I, seine Augen sind offen. Aber er schläft schon fest. Vielen Dank, Meister. Wir alle schätzen deine weißen Worte. Okay, Pokémon. Nehmt euch das Gildenmeisters weise Worte zu Herzen. Und nun, vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf. Alle zusammen. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei. Erstens, nicht den Plagen entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Hurra! Wuhu! Hey, ihr habt hier nicht einfach so herumzuspazieren. Kommt mal mit, ihr zwei. Ihr seid Anfänger. Wir geben euch mal einfach einen Auftrag. Dieses Desktop-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen hängen hier Jobangebote aus. Ihr wisst, dass zurzeit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja, weil der Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Und daran tauchen so viele bösartige Pokémon auf. Der Fluss der Zeit gerät durcheinander? Zeit? Also Stunden und Minuten? Soll das heißen, hier ist etwas mit der Zeit schiefgegangen? Und deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon? Was geht hier nur vor? Genau. Weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran. Wir haben einen Anstieg bei den angebotenen Jobs bemerkt. Und dann ist da noch etwas. Man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat. Es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Mystery Dungeons? Also Hannibal... Erinnerst du dich an gestern, als wir mein Reliquienfragment zurückgeholt haben? Der Ort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er anders aus und enthält andere Items. Gehst du in einem Dungeon K.O., verlierst du die Hälfte deines Geldes. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Aber jedes Mal, wenn du einen betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Erkunden. Du bist ganz gut informiert, nicht wahr? Das erleichtert mir die Erklärung um einiges. Alle Jobs finden in Mystery Dungeon statt. Also, lasst uns einen Job für euch suchen.
Ah ja, vielleicht dieser. Oh, wirklich? Lass es uns lesen. Hallo, mein Name ist Boink. Ein Ganove ist mit meinem wertvollsten Besitz abgehauen, mit meiner kostbaren Perle. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist, da wo sie hingehört. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden, und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. An einen so feuchtregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, liebe Leser, werdet ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu gehen, um meine Perle zurückzuholen? Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteams. Von Spoink. Moment mal. Wir holen ein Item zurück, das jemand verloren hat? Ich würde lieber etwas Abenteuerlicheres tun. Ich würde lieber Schätze suchen oder unbekannte Orte erkunden. Solche Sachen. Kusch! Oh Mann! Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut. Jetzt passt auf. Ich wiederhole meine Warnungen, damit ihr sie auch behaltet. Ihr werdet aus dem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Ihr verliert die Hälfte eures Geldes. Und ihr riskiert die Hälfte oder sogar mehr eurer Items zu verlieren. Gebt also Acht. Habt ihr alles verstanden? Dann schlage ich vor, ihr nehmt den Job in Angriff. Das muss der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung von Spoink stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Hört sich in einem wirklich gefährlichen Ort an. Sollten vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes. Njong. Also laufen wir bis U6 und dann machen wir Schluss. Yay, ich kann Items aufbewahren. Apropos. Defense-Schal erhöht Verteidigung. Kriegt Franzi. Und ich bekomme das OP-Item, das Blauband. Erhöht alle Werte. Um 1, glaube ich. Praktisch, Sinnelbeere. Oh. Hey, Dude. Schabatsche Bogen! Schabatsche Nom Nom, Level 6! Yay, neue Attacke lernen, Konter, Gesichter weg! Mann, wir sind erst Level 6. Wir müssen hier auf jeden Fall mit Level 8 raus. Nehme ich mir vor. Deswegen trainiere ich auch ein bisschen hier. Super, mein Level ist gestiegen! Mann. Leere Räume sind leer. Hi, Shalelos. Tschüss, Shalelos. Wow, was eine große Ebene. Ja, Mann. Nein, ich gehe noch nicht in die nächste Ebene. Da zum Beispiel ein Apfel. Der füllt nämlich unseren Magen auf. Und auch nur das. Der ist wirklich nur dafür da, der Apfel. Lilip. Schabatsche Bauken! Schabatsche Nom Nom. Schabatsche Nom Nom. Schabatsche Nom Nom. Ey! Lässt du Franzi in Ruhe? Schabatsche-Attacke! Mein Level ist gestiegen, ich bin besser geworden! Ja, die Sprüche sind random, die da kommen. Aber hier sieht man schon, der Begleiter hat vor einem das Level up. Achso, Franzi war langsamer, deswegen. Schabatsche-Nom-Nom! Level up! Am Anfang geht es halt noch wirklich schnell. Mit den Level-Ups. Aber wir starten ja auch wie in jedem x-beliebigen Pokémon auf Level 5. Ja, wir wissen, wie man EP bekommt. So, was haben wir hier? Apfel, was haben wir hier? Warp-Samen. Da können wir Pokémon wegbeamen lassen. So, beamen ab, Scotty. Was, ich hab schon Batsche Nom Nom verfehlt? Geht doch nicht!
Schabatscha nom nom! Was ist denn jetzt U3? Na, dauert noch ein bisschen bis U7. Ja. 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 Oh, das ist ein Item. Haben will. Doch nicht. Schabatscha nom nom. Schabatscha nom nom. Viel besser. Sinelbeeren. Von denen kann man später nie genug dabei haben. Ich spreche aus Erfahrung. Aua. Schabatscha nom nom. Ich sagte Schab... Schabatscha nom nom. Alter! Gib mir auf den Keks. Bäm. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Schabatscha nom nom. Mann ey. Ja, niedrig. Bla. Niedrig und so ist okay. Ah, Schlafsam. Auch sehr nützlich. Na, kommst du. Schabatscha nom nom. Mist. Sackgasse. Nicht schon wieder Wickel. Schabatscha nom nom. So. Hast du nur davon. Schabatscha nom nom. Schabatscha. Oder auch nicht. Wo ist ein Wunderfeld, wenn man eins braucht? Schabatscha nom nom. Geld, 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 Wunderfeld. Erst Wunderfeld. Ey! Nicht von der Seite! Schabatscha nom nom! Yay, level up! Perfekt! Und Franz natürlich auch. Mein Level ist gestiegen, ich bin besser geworden! Du willst auch sterben? Können wir gerne einrichten. Da, Funk. Oh, ich habe keine AP mehr. Doof. Keine AP mehr auf Schabatscha Nom Nom. Schabatscha Ruckzuckieb. Schlecht, dass auf Schabatscha Nom Nom keine AP mehr sind. Das ist eine Sinelbeere, nicht wahr? Moment mal, das ist ja gar kein N. Das ist ein M. Ein Plagiat-Item. Wow, wir finden auch hier schon unser erstes Plagiat-Item. Cool. Ja, auch sowas gibt's hier. Ja. Ist recht. Schabatscha Quick Attack. So, das ist jetzt auch eine. Ja, eine normale Sinelbeere. Schabatscha Quick Attack. Schabatscha Bocken! Schabatscha Bocken! Schabatscha Bocken! Wo ist denn diese Treppe? Schabatscha Bocken! Schabatscha Bocken! Mist, jemand belagert die Treppe. Muss ausschalten! Schabatscha Bocken! Ja, und wie es hier dann weitergeht, U7 und so, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya, Leute.